Schöne Putzen, das macht großen Spaß. Schöne Putzen, ich geb richtig Gas. Lalalalala. Oh, ihr seid ja schon da. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video direkt nach Ostern. Habt ihr auch so ein tolles Osterfest wie ich verbracht? Was glotzt ihr denn so komisch? Hä? Stimmt was nicht? Soll ich euch mal erzählen, was ich Ostern gemacht habe? Ich war nämlich der große Rainer Rabe Nimmersatt. Am Samstag habe ich ein bisschen genascht. Da habe ich 3 Schokoeier gegessen und nur eine halbe Packung Kekse. Es war ja erst Samstag, ne? Und am Sonntag habe ich 5 Schokoeier gegessen, 1 Tafel Schokolade und 2 Stück Sahnetorte. Und dann noch, ich höre schon auf zu erzählen. Ihr guckt so komisch, da stimmt doch irgendwas nicht. Ihr denkt bestimmt, dass ich jetzt richtig Bauchweh habe. Aber falsch. Nee, ich doch nicht, denn ich bin Rainer und sonst keiner. Yeah! Ich hab ein anderes Problem. Da, seht ihr? Ich habe Schnabelschmerzen. Das ist so ähnlich wie Zahnschmerzen, aber viel schlimmer. Schnabelschmerzen, ich hab wohl doch zu viel Süßes gegessen, Und dann habe ich einfach ein Heftpflaster draufgeklebt. So, schaut mal. Aber das wirkt gar nicht, Und ich hab mir 3 Tage lang nicht die Zähne geputzt, Weil die Zahnpasta alle war. Ja, ich weiß. Zähneputzen ist wichtig, bla 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 bla. Ihr wisst es natürlich wieder besser. Aber jetzt ändern wir das. Denn Onkel Erwin hat mir ein Wohlfühlpaket zu Ostern geschickt. Schaut mal hier. Da ist es schon. Und da sind tolle Sachen drin, nämlich Senf. Senf für meine Osterburger. Den mache ich mir nachher. Lecker, 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 lecker. Und natürlich auch Honig. Ich liebe Honig und ist so gesund zum Frühstück. Lecker, 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 Honig. Blöde Schnabelschmerzen. Und dann ist da noch drinne Gesichtscreme, damit ich so richtig glänzen kann. Schaut mal. Geht jetzt gerade nicht. Und Zahnpasta für meinen Schnabel zum Putzen, damit endlich wieder alles sauber ist und nichts mehr schmerzt. Den ganzen Zucker und Mist und Bakterien alles wegputzen. Schrubbti, schrubbti, schrubb. Ich habe aber ein Problem. Ich weiß nicht mehr, was ist. Ich hab den Zettel verbaselt. Ihr müsst mir helfen. Schauen wir mal nach. Also, wir haben gelb, braun, orange und weiß. Wer weiß, welches die Zahnpasta ist? Ach, ich kann euch ja nicht hören. Okay. Aber ich kriege das hin, auch ohne euch. So, ganz einfach. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Also nehmen wir einfach gelb. Okay, los geht's. So, alles gut. Und dann geht's los. Achtung! Schöne Putzen, das ist gut. Beep, 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 beep
ausspülen. Das war wohl der Senf. Löwensenf. Wer lacht da? Warum hat mir das keiner gesagt? Ja, Senf ist gelb. Ja. Klugscheißer. Können wir jetzt nicht gebrauchen. Okay. Nächste. Da muss Zahnpasta drin sein. Wir riechen einfach. Das heißt, ich rieche. Ihr könnt ja nicht. Senf, okay. Ich weiß nicht. Das riecht gut. Braun? Was war denn das für ein Gong? Ach, was soll's. Gong weg. Ich nehme jetzt braun und dann ist gut, wenn das gut riecht. Alles klar, Zahnpasta. Komme. So. Und ihr müsst mich unterstützen, dann geht's wahrscheinlich besser. Jetzt stimmt das ja alles. Und Zähne putzen, das macht großen Spaß. Zähne putzen, ich geb richtig Gas. Zwiebelt aber im Schnabel. Oh, so süße Zahn. Oh, das war keine Zahnpasta, stimmt's? Ja. Ihr müsst es natürlich wieder besser. Okay, es war der Honig. Ja. Und jetzt? Ich glaub's nicht mehr. Da ist bestimmt keine Zahnpasta drinne. Nein. Alles Mist mit dem Glauben. Ich hab's ja geglaubt, aber Onkel Erwin hat bestimmt die Zahnpasta vergessen. Ich will aber nicht zum Zahnarzt. Was meint ihr? Hm? Okay, noch einen Versuch. Aber nur, weil ihr seid. Und wenn ich danach zum Zahnarzt muss, weil es keine Zahnpasta ist, dann seid ihr drin. Dann komme ich vorbei, Corona hin oder her, und ziehe euch die Ohren lang. So. Okay, letzter Versuch. Wo ist das Ding? Her damit. Braun, weg. Gelb, Mist. Orange. Schnabelorange. Das ist bestimmt... Die Schnabelzahnpasta, yeah. Mann. Weiß? Ich weiß nicht. Also ich bin für Orange. Wer ist noch für Orange? Bitte die Hand heben. Ja. Achim, was schüttelst du an meinem Kopf? Meinst du, ich soll weiß nehmen, so weiß wie die Zähne? Weiß wie die Zähne? Aber ich hab doch gar keine Zähne, nur ein Schnabel. Aber Zahnpasta ist weiß? Was meint ihr? Soll ich das Weiß nehmen? Ich weiß nicht. Okay, einverstanden. Aber nur, weil ihr es seid. Dann nehmen wir jetzt Weiß. Alles klar, ich hole die Zahnbürste. Passt gut auf mein Weiß auf. Wo ist denn die Zahnbürste? Schon wieder hin. Da. Und da, alles vorbereiten. So. Und damit das nicht so lange dauert, im Zeitraffer. Und los geht's. Zähne putzen. Moment, ich hab doch Schaum und ich muss das ausspülen. Ich fühle mich so richtig frisch. Das war die echte,
die einzigartige, die beste Zahnpasta, die ich je hatte. Und schaut mal, alles wieder in Ordnung. Keine Zahnschmerzen mehr, ich brauche nicht zum Zahnarzt. Ja, 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 ja. Onkel Erwin ist der Beste. Ja, 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 ja. Und wisst ihr, was mir dazu einfällt? Ostern ist wie Zähneputzen. Denn Ostern lässt das Leben wieder strahlen. Strahlen. Weil Jesus auferstanden ist, lässt ihr auch euer Leben strahlen. Und wer es nicht glaubt, nicht aufgeben. Jesus ist da. Man braucht gar nicht so viel. Einfach nur Vertrauen und glücklich sein. Das wünsche ich mir für euch. Weil Jesus auferstanden ist, er ist immer bei euch. Darauf könnt ihr euch verlassen. Nicht vergessen, Ostern ist wie Zähneputzen. Denn Ostern lässt das Leben strahlen. Ach ja, hier ist was los. Und dann immer diese Störungen zwischendurch. Dann bimmelt der Computer, dann ist hier was los. Es ist doch viel schöner in der Kirche, Ostern und Andachten und Gottesdienste zu feiern. Aber sicher dürfen wir bald wieder. Und dann lade ich euch alle herzlich ein, mit dabei zu sein. Und bis dahin denken wir von dieser Stelle aus jetzt an unsere Geburtstagskinder. Ja, ich habe auch eine Karte für euch. Passt mal auf. Oh, da stimmt was nicht. Der Geburtstag steht Kopf. Ah, jetzt ein Geburtstagskuchen für dich. Und wir haben Unterstützung da vorne. Jemand, der nicht genannt werden möchte, aber da ist und einen guten Rhythmus hat. Darum gibt's jetzt ein Geburtstagsständchen für dich. Und los geht's! Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Freude sei auch mit dabei. Yeah, 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 yeah. Trommelapplaus. Und auch von mir die besten Geburtstagsgrüße an alle unsere Geburtstagskinder. Bitte weitersagen an alle, die dieses Video leider nicht schauen können. Und jetzt möchte ich noch mit uns beten. Jesus, wir wollen dir danken für unsere Geburtstagskinder, dass du uns immer wieder neues Leben schenkst. Wir wollen dir danken, dass du uns Freude ins Herz gibst und dass wir bei dir einfach alles abladen dürfen, was uns beschwert. Und wir wollen dich bitten, dass wir jetzt auch nicht die Menschen vergessen, denen es nicht so gut geht. Sei du bei den armen Menschen auf dieser Welt, bei den Kranken und bei den Traurigen. Schenke du jedem deine Liebe und deine Freude und deine Hilfe, Herr. Amen. Bevor wir das Vaterunser beten, wollen wir gemeinsam unser Osterlied singen, diesmal mit Begleitung sogar und ein bisschen mehr wie letztes Mal. Und wer will, kann es dann zu Ende singen. Das Lied heißt Gottes große Liebe. Gottes große Liebe. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet, alle, die ihm vertrauen, werden Gottes Kinder sein. Er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet, alle, die ihm vertrauen, werden Gottes Kinder sein. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Jetzt beten wir zusammen das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr findet wie immer im Laufwerk Medium im Intranet auch ein paar Malvorlagen zu unserer Geschichte heute. Hier hinten seht ihr die Geschichte auch nochmal auf dem Bild. Maria von Magdala. Zum Ostern ein schönes Bild zum Anmalen. Und wer möchte, darf auch wieder basteln. Dazu ein Basteltipp. Man kann ganz einfach aus Papiertaschentüchern und aus Wäscheklammern mit Wasserfarben diese tollen Schmetterlinge basteln. Herzliche Einladung mitzumachen. Und auch nächste Woche wird es wieder einen Videogottesdienst geben. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir uns dann bald schon wieder in der Kirche treffen. Jetzt spreche ich uns den Segen zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Jetzt wollen wir uns gemeinsam verabschieden. Wenn wir jetzt auseinandergehen, dann sind wir nicht allein. Denn Gott hat uns versprochen, bei uns zu sein.